Ja. Honig kann damit hin. Kann damit hin. Necken. Eier können dahin. Kann damit hin. Ah, da ist das Fleisch. Okay, das ist leider kein Latex. Schön von die Idee, sowas. Wir stehen nicht. Im Feuer gibt es auch beim Tanken Sachen, womit man, oder was zu wissen, schon ganz gut fährt. Ja. Also gut, dass ich nicht in der AOE drin stehen bleibe. Ist... Bosswerk von der Gruppe zum Beispiel. Ja gut, das. Ich glaube, dass ich das immer mache. Wissen tue ich es jetzt aber nicht. Warum habe ich das denn nach da hinten, wenn ich hier hinten die Häute habe? Ich glaube, dass ich das immer mache, aber wissen tue ich es nicht. Aber Korn. Kommen die komischen Gebeine hin? Kommen die Erze hin? Ne, die Erze kommen auf die Rückseite. Jetzt kommen wir auf die letzte Seite. Da kommen die Flügel hin. Das ist irgendeine komische Glasscherbe. Du warst in den Is ist schon echt nice, ja. Das definitiv. Gut, ich hätte jetzt hier ja eigentlich auch mega Glück. Aber ich habe keinen Bock auf Randoms. Die gehen mir verdammt auf den Keks. Ich habe keine Wahl. Bis zu den Dailies dauert's noch. Oder ihr macht trotzdem einfach weiter das Hauptquest. Da muss ich halt beim Pegenieren mehr hocharbeiten. Aber ich habe eigentlich echt keine Lust da. Erst um meine Ini zu laufen. Oder mache ich's? Nee, komm. Zumindest ein bisschen Hauptstory. Also gut, Abenteurerin, hör mir gut zu. Jemand, der dem von dir gesuchten Mann verdächtig ähnelt, soll Kontakt zu einigen jüngeren Bewohnern unserer Siedlung geknüpft haben. Wenn du ihnen sagst, dass du in meinem Auftrag unterwegs bist, werden sie dir sicher Rede und Antwort stehen. Verzeih ihnen, wenn sie sich aufmüpfig zeigen sollten. Sie sind jung und haben noch viel zu lernen. Ein maskierter Mann? Kenne ich nicht. Gibt's hier nicht. Ganz ehrlich, ich habe doch keinen Dreck am Stecken. Ich habe ihnen sofort gesagt, dass wir uns mit diesem komischen Kerl nicht einlassen dürfen. Aber die Jungs wollten ja nicht auf mich. Wie? Du weißt überhaupt nichts Bescheid? Als du sagst, dass das Gundo bald dich schickt, da habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Ja, dann ist ja gut. Okay. Ich bin ja gerade echt am Hin und Her überlegen, die eine Ini noch zu machen.
Angst, dass ich wieder solche Idioten kriege. Ich mag Menschen nicht. What? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bart Minimal. Hallöchen. Und ja, ich hatte eben einfach so eine miese Gruppe. Ich habe keine Lust, hier in die normal zu laufen. Aber ich müsste eigentlich. Der Tempel von Quan ist halt einfach so. Oh. Ja. Weil ich möchte eigentlich alle Klassen von Reborn erstmal 50 kriegen. Weil wir hier diesen wunderbaren Routinebonus haben. Und ich würde ihn so gut es geht ausnutzen. Ach Gott. So. Also ist eh zu spät. Also das könnte eh im Brunnen gefallen. Das ist leer. Dann kann ich jetzt das Wasser nehmen. Sehr schön. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Erhöhte Bindung. Englisch. Japanisch. Also ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, dass nur deutschsprachige mehrere Gruppen ziehen. Das wirkt manchmal so. Das erweckt den Eindruck. Schaden machen. Haha. Ich leide. Und dann nur die Gruppe oder? Ja, er nimmt nur die Gruppe. Das wird eine sehr lange Ebene. Solange sie nicht gleich wieder verpeilen. Da in diese Plattform zu treten. Sonst stelle ich mich in die Ecke und weine. Ich brauche auch nicht mehr weiterziehen. Eine macht den Brei jetzt auch nicht mehr fett. Da ist die Biene. Erst auf die Biene. Und ich hoffe, ich habe nicht wieder so einen Kandidaten als CD, der sich in AOE stellt und fast am Sterben ist.
Das hatte ich nämlich eben auch. Aber in der Aware wischt und zack. Der war selber blöd. Der hat sich da einfach selbst reingestellt. Vielleicht hat er aber auch nicht gesehen, dass für den eine orange Fläche war. Hallo? Okay, da bin ich. Dann gehen wir gleich hier drauf. Dann wieder die Wespen. Keine Angst, Hank, du brauchst dich nicht kümmern. Nope. Wir rennen's nicht, oder? Ach. Natürlich. Oh. Time to say goodbye. Bye. Jo. Ich hab grad kein Sponti. Kann ja grad nichts machen. Drei, zwei, eins. Alter, weiter. Also, so ausgeblutet war ich vielleicht nicht mehr mit den MP. Dass sie WS hagelt. Alter, Alter. Deswegen wollt ihr nicht rein. Oh, I hate it. Naja, wir haben es hinter uns. Schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Hoffe ich. Die 48 habe ich auf jeden Fall. Ich gehe mal von aus, die 49 kriege ich auch noch. Junge, ich habe Akku. Gut, renn durch. Alter. Junge, du bist kein Tank. Ich bleib einfach gleich einfach nur noch hier stehen und mach gar nichts mehr. Ich hasse die Idee, ist die Ding. Tut weh. Es fügt mir innerliche Schmerzen zu. Was willst du Stein schon wieder? Aber da hinten, wir brauchen. Ich triggert mich nur ein bisschen. Alles gut. Ah.
Man kann es ja auch so machen. Das geht jetzt. Huch. Ich sehe jetzt auch nicht das Ding, aber trotzdem. Wurde trotzdem falsch beigebracht. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Hybrid! Meine Rettung. Na? Alles gut? Ich leide Höllenqualen. Das Schlimmste ist, während es ja noch anfängt. Das ist aber keiner. Leider. Ich habe Schmerzen, innere Schmerzen. Boah, gerade wünschte ich, es würde an meinen Heilerkünsten liegen. Ich meine, sie sind nicht gut. Aber. Aber hey, wenigstens steht kein DD in den AOEs. Das ist ja schon mal. Es ist ein Vorteil zu der letzten Gruppe. Die stand hier durchgehend da drin. Wie ich mich dann gewundert habe, dass sie gestorben sind. Junge. Hat er. Das hat er nicht. Ich will hier raus! Alter Falter. Ich leide. Die Verspätung von was habe ich noch aufgehalten? No, alles gut. Was wollten die Herren denn? Ich leide auch nur dezent, Hybrid. Leider auch nur dezent. Das ist furchtbar. Wenn der Boss tut, ist eine mega gute Idee. Perfekt. Ja, ne? Läuft super! Ich liebe diese Gruppe heute. Toll! Ich finde es auch immer geil, wie sie immer alle beim ersten Boss dann niederliegen, weil sie nicht auf diese scheiß Plattform gehen. Ich glaube, ich musste so oft wie heute noch nie wiederbeleben. Alter, du kleiner Dreckstank. Alter, nimm mir diese. Ich raste gleich aus. Ich will nicht mehr. Ich bin leid. Was soll ich? Ich mache mir beiden Spaß und ziehe den einfach. Egal wen. Meine Aggressionen müssen raus. Ich suche mir einfach gleich irgendwo eine Trainingspuppe. Dann lasse ich meinen ganzen Frust raus. Ich meine, die Truppe davor war jetzt auch nicht der Bringer. Ein Unfall aufgenommen, weil die Fähigkeiten schon niemals sind. Warte, ich lese gleich weiter. Komm, aber nicht Auto fahren können. Dann bin das hin. Ah, ganz toll. Alter! Tanky? Danke. So, können wir jetzt. Bitte. Dankeschön.
Ich meine, der davor, der Tank, der hat ja noch gar nicht mehr begriffen, dass ich Akku hatte. Mal sehen, wie es jetzt bei dem Boss wird. Wenn ich dann gleich wieder die komplette Akku habe, ne, dann setze ich mich in eine Ecke und weine. Und dann setze ich mich einfach nur in eine Ecke und heule. Mal nicht mehr. Alter, beweg dich doch nicht so. Nimm sie dir. Tu was für dein Geld. Was war, wenn jemand abbiegen wollte und ich habe ein normal gebremst. Bei der Meinung, mir eine Karre fast zu Schrott fahren zu wollen. Alter. Nett. Wirklich nett. Du erlebst aber auch immer Sachen, ne? Du erlebst auch echt immer Sachen. Ich glaube, du hast in dem Punkt kein Glück. Kann das sein? Glück sind keine Karte am Lack oder Schaden an meinem Auto. Aber bei dem Depp musste ich einfach die Polizei rufen. Ja, der Typ hatte 1,1 Promille. Woher wischt den Typen? Alter. Na, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Verstehe ich immer nicht, dass die Leute dann auch noch der Meinung sind, betrunken Auto zu fahren. Ey. Sollen sie mit ihrem Arsch einfach zu Hause bleiben? Oder zu Fuß gehen? Oder andere fahren lassen? Danke. Hey, der kriegt's hin. Na, okay. Ja, er kriegt's trotzdem hin. Besser als er denkt davor. Oh, nee. Geht das wieder los? Okay, den Boss machen sie wenigstens besser als den. Oh mein Gott. Als die Gruppe davor. Komm. Yay, 49. Sogar 1,6er Lopperfahrt komplett. Mir geht anbieten, dass ich keine Polizei rufe und dass ich eine Vollbremsung gemacht hätte. Selbst bei einer Vollbremsung hätte er genug Sicherheitsabstand haben müssen. Warum holt er trotzdem mal in die Werkstatt und das ist stecken? Irgendso habe ich ja von dem. Der Witz an der Sache ist, wenn sie sich anhalten, ist der Autoführerschein weg. Ja, das stimmt. Ich weiß ja nicht viel, aber wenn man auf dem Fahrrad betrunken erwischt wird, ist der Führerschein weg. Ja gut, ist ja trotzdem Verkehrsgefährdung, ne? Ja. Komischerweise als Fußlaufender passierte nichts. Das ist das Seltsame an der ganzen Sache. Wenn du da betrunken vors Auto rennst, ist der Autofahrer schuld.
Wo der Betrunkene schuld war. Also tatsächlich, selbst bei uns wird, selbst wenn du nur 1,1 hast, wirst du angehalten. Meine ich. Ich meine, eine Person, die ich kannte, wurde mal damit angehalten. Und ich glaube, ein Monat Führerschein weg? War es ein Monat? Ich weiß es nicht genau. Na, wir nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber die Person war auch sehr blöd. Ja. Weil mein Paten und Onkel mal angehalten haben. Ist aber geschoben, war auf dem Bürgersteig, hat aber gut einen im Team. Sie auch den Führerschein abnehmen, aber er hat keinen. Ja, gut. Ja, wär bei mir ja auch nicht anders. Bei mir könnte man auch keinen Führerschein wegnehmen, weil ich einfach keinen besitze. Also, ne. Passt. Wobei ich glaube, ich würde auf die Idee auch nicht kommen, egal ob ich getrunken habe oder nicht mit dem Fahrrad zu fahren. Oder Auto. Also selbst früher, ich bin immer zu Fuß gegangen, glaube ich. Bin immer zu Fuß gegangen oder mit Öffis in der Stadt noch. Wenn ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Bin immer zu Fuß. Und einmal habe ich meinen Großvater gefragt. Da hat er mich um 4 Uhr morgens, glaube ich, vom Hauptbahnhof abgeholt. Weil ich vergessen hatte, eine Fahrkarte zu kaufen. Und mich nicht mehr getraut hatte, damit los oder mich halt, ne, in die Öffis reinzusetzen. Also musste er mich fahren. Er war nicht begeistert, um 4 Uhr morgens aufzustehen. Ne. Ich glaube, für Fahrrad wäre ich halt auch zu faul. Ich habe heute aber gut für S gemacht, ne? Von 9 auf 14. Er schiebt und auf dem Bürgersteig ist und noch 2 Meter zur Wohnung hat. Wie sollte ich dann ihm den Führerschein abnehmen? Ja gut, das ist halt das andere Ding, ne? Wenn man schiebt, verstehe ich es nicht. Wenn er jetzt gefahren wäre, ja gut, ne? Geschoben. Sehe ich eigentlich als keinen Grund. Weil er schiebt ja bewusst das Fahrrad. Eigentlich. Gibt doch E-Bikes, da musst du nicht viel treten. Ja gut, das ist ja noch gefährlicher, oder nicht? Also wenn man getrunken hat, meine ich. Ich hab getrunken und deswegen schiebe ich das Fahrrad. Ja, das verstehe ich halt nicht mehr. Dann wird er das wieder angehalten. Soll die Polizei doch froh sein, dass er halt geschoben hat. Ich verstehe den Sinn dabei nicht. Ohne Witz, ey. Also manchmal ist es halt echt seltsam. Wie gesagt, hätte man, wenn man gefahren wäre, ist es jetzt das eine, aber so. Naja, muss man nicht verstehen, ne? Vorteil ist dann ja noch, wenn du nichts hast, was dir weggenommen werden kann, dann. Ja. Hätte ja nur noch gefehlt, dass er eine Strafe hätte zahlen müssen. Das hätte dann ja noch gefehlt. Nur für Schieben. Hat es bestimmt auch schon gegeben. Oh, jetzt ob es Jario vollkrieg. Oh Gott. Ob ich müde bin? Ob ich einfach nur müde bin? Also ich mache einfach mal nur Bestiarium. Tiefer Wald.
Oder mache ich erstmal komplett Tanalan? Das wäre dann... wahrscheinlich gar nichts mehr, wenn ich mir das so angucke. Tief Wald. Tatsächlich. Oh, leck mich. Okay, dann tiefer Wald. Nur selten vor, dass halbwegs anständig ist, dass die Polizisten es selbst nicht glauben. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Wie oft sieht man auch, dass irgendwo randaliert wurde? Weil irgendwelche besoffenen Kinder der Meinung waren. Oder nicht nur besoffene Kinder, aber besoffene der Meinung waren. Juhu, das macht Spaß, das wollen wir jetzt. Hallo Masuna. Ist dein Essen fertig? Beziehungsweise hast du schon gegessen? Und ja, ich trinke sofort. Ich bin sofort bei dir. Ich trinke gleich. Ich suche nur die Viecher, die ich brauche. Dann trinke ich sofort. Passt nämlich auch perfekt. Ich muss nämlich bald wieder aufs Klo. Fertig und wohltuend in die Futterluke gelagert. Sehr gut. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Für betrunken und Fahrrad kenne ich auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Das erste Mal so richtig betrunken war, bin ich mit dem Rad von einem Kumpel nach Hause. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich da draufsetzen und rollen lassen eine gute Idee ist. Ja, Ende vom Lied. Loch im Sattel. Mein Oberschenkel sah aus, als wäre ich von einem Tiger angefallen. Das halbe Bett dadurch vollgeblutet. Alter, was? Alter. Nicht dein Ernst. Ja, gut. Ja, gut. Also das, sowas habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das Einzige, was mir passiert ist, dass ich von einem Auto angefahren wurde. Und das Witzige. Da war ich noch nicht mal betrunken. Ich kam zwar von der Stadt, aber war halt Essen mit Freunden. Und ich glaube, ich hatte ein Glas Wein. Also wirklich nur ein Glas Wein, ansonsten halt Wasser. Bin nach Hause gegangen und Auto ohne Licht, ohne alles, in der 30er-Zone mit 60, 70 durchgeballert. Ist das Einzige. Zumindest glaube ich, dass es so schnell war. Ich weiß es nicht genau. Es ist so verdammt lange her. Aber, Alter. Vor allem, wie muss man... So bekloppte Leute, der war bestimmt auch betrunken. Gehe ich hundertprozentig davon aus, dass der auch einen Tee hatte. Das mit dem Anfahren war jetzt allgemein gesprochen. Ach, Mann. Ich war auch nur theatralisch, ja, das kann sein. Aber das war auch irgendein Vollspacken. Vor allem, wie kommt man auf die Idee, ohne Licht zu fahren? Das ist, wie gesagt, das Einzige. Ansonsten hatte ich tatsächlich in der Hinsicht keine Erfahrung. Weil ich bin weder Fahrrad noch Auto gefahren, weil Auto habe ich keinen und auch keinen Führerschein. Waren das davon die einzigen Wiedergänger? Ernsthaft? Und aufs Fahrrad zu setzen, no way. Nicht, wenn ich getrunken habe. Ich bin immer diejenige gewesen, die zu Fuß gegangen ist. Immer. Oder halt mit Bus und Bahn. Gut, ging im Dorf auch nicht anders. Sonst wäre ich nie da angekommen, wo ich hin wollte. Da sind noch welche. Welche in Japan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall irgendein bescheuerter Vogel. Alter, Leute. Ernsthaft. Einfach nur ernsthaft.
Ernsthaft? Masuna, willst du deinen Counter unbedingt hochkriegen? Frag für einen Freund. Oh, der tut schon weh. Das ist so die Sahne auf dem Ei. Ich hoffe, es ist wenigstens leckeres Eis. So, wenn das für ein Stein ist. So, südweit hätten wir dann. Mühlenbruch. Das ist die Kuh auf dem Ei. Oder die Kirsch. Oder das I-Tüpfelchen. Das I-Tüpfelchen gibt's auch noch. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, theoretisch. Ja. Gehe jetzt aber nur einmal kurz aufs Klo. Das ist witzig. Was du na? Nein, einfach nein. Ich glaube, Wurzel muss glaube ich noch nicht raus, oder? Ne, ist erst 15 Uhr. Wurzel muss erst in einer Stunde. Oder höchstens in zwei. Na, mal gucken. Vielleicht nehme ich Huni doch gleich nochmal kurz mit raus. Huni hat ja eben schon nicht gemacht. Vielleicht will sie ja jetzt.